Edellieschen. Einpflanzen in ein Gefäß. Wie die meisten Pflanzen reagiert auch das Edellieschen empfindlich auf Staunässe im Blumentopf. Deshalb sollten Sie nur Gefäße verwenden, die mindestens ein Abzugsloch im Boden besitzen. Das Edellieschen ist mit dem traditionell beliebten fleißigen Lieschen verwandt, hat aber größere Blüten und etwas anders geformte Blätter. Diese anspruchslose Pflanze blüht von Mai bis Oktober. Verblühtes sollte jedoch regelmäßig entfernt werden, damit man lange Freude an der Blütenpracht hat. Wenn Sie den Wurzelballen etwas auflockern und alte Erde entfernen, erleichtern Sie der Pflanze zusätzlich das schnelle Einwurzeln. Bei der Pflanztiefe orientieren Sie sich einfach daran, wie die Edellieschen bisher angetopft waren. Edellieschen gibt es nicht nur in Pink und Violett bzw. Purpur. Beim Bepflanzen größerer Schalen oder Balkonkästen sollten Sie berücksichtigen, wie groß die Pflanzen werden. Die meisten Edellieschen erreichen eine Höhe von 20 bis 40 cm. Pflanzen Sie die Blumen nicht zu eng. Diese Pflanzen sollten am besten vor Regen geschützt stehen, zum Beispiel unter einem kleinen Vordach. Edellieschen sind sowohl für die Beetbepflanzung als auch für den Topfgarten auf Balkon und Terrasse geeignet. Auch auf der Fensterbank fühlen Sie sich wohl. Wenn Sie Untersetzer verwenden, sollten Sie überschüssiges Gießwasser nach jedem Gießen daraus entfernen.